verdammt nach, hier denke ich schon wieder. Ist aber, glaube ich, schon fast zu spät, um euch den weißesten Sonnenuntergang überhaupt da mal so anzudeuten. Das war eigentlich das Ziel, weil das war den ganzen Nachmittag hier eine schneeweiße Wand vor der Sonne. Ist ja so weit noch zu erkennen, dass es sich um einen relativ kühlen und farblosen Sonnenuntergang handelt und der wird wahrscheinlich jetzt mit Eintreffen dieser Graumasse hier noch verlieren, nochmals. Also von daher einfach nochmal schnell angeworfen, die Kamera für das Archiv und das Familienalbum, das wir denn wissen auch, der 27. Der war definitiv nicht behandlungsfrei. Da ist mal wieder ordnungsgemäß gesprüht worden, obwohl Herr Hörstel, Herr Jepsen und auch Frau Merkel niemand darüber ein Wort verloren hat. Naja, wie das so üblich ist, das kennen wir ja schon. Es gibt ja höchstens denn Leute wie den Herrn Lesch, der sagt, das wäre ja ein völliger Quatsch, dass da irgendwas versprüht werden würde. Oder unsere Bundesumweltministerin, oh, totaler Quatsch. Das bilden sie sich nur ein, dass die Sonne da so milchig aussieht. Das sind natürlich alle Kondensstreifen aufgrund des gestiegenen Flugverkehrs. Die verweilen jetzt derartig lange, die Kondensstreifen, dass die glatt wetterwirksam sind. Gut. Habe ich den Job auch erstmal erledigt für heute hier. Tschüss, Pumpis. Ich kann mich jetzt nur unklar erinnern. Das bringt das Aluminium so mit sich. Aber ich glaube, ich hatte erwähnt, dass mit dem Sonnenuntergang jetzt denn weniger werden würde, wa? Mit Eintreffen dieser Wolkenbank. Naja, wenn wir Glück haben, kommt sie ja nochmal drunter vor. Aber da müssen wir denn schon Glück haben, dass da nicht der nächste Schleim wieder auftaucht. Beachtlich sind ja eigentlich diese Schrägstrahlen. Also was habe ich ja auch in dem Sinne noch nicht gesehen. Ja, die Sonne so schräg runterkommt. Aber naja, nee, das ist schon doch mehr erwartungsgemäß, nennen wir es mal. Aber doch ein ungewöhnliches Schauspiel. Unscharf ist natürlich immer doof. Naja, nochmal anders schon wieder. Aber halt auch nicht so schlecht. Deshalb einfach nochmal aufgehauen auf die Taste. Es war alles jetzt ein bisschen kühl und naja, nicht so die richtige Sonnenuntergangsfarbe, sag ich mal. Aber wir hatten ja schon deutlich schlechtere Tage. Das muss man ja mal immer so anmerken und im Hinterkopf behalten. Und sich erfreuen an dem Rest, der noch bleibt. An Tageslicht. Oder was auch immer für ein Licht das sein soll. Naja, gut, also die Freude hat ja denn jetzt eben nicht lange erhalten. Und ob da drunter denn nochmal was zu sehen ist, dass da, also die wird schon nochmal einen kleinen Strahl da durchlassen, aber jetzt ist erstmal Pause. Da ist jetzt erstmal ein dickerer Balken. Schade. Immer wenn man was aufnehmen will, fangen die Tölen an rumzuzicken. Ja, schöner klarer Horizont heute.
leider kein Schiff in der Nähe, was da gerade vorbeifährt und uns jetzt mal demonstriert, wie das aussieht. Aber so einen geraden Horizont sieht man ja selten. Da sind ja normal auch Wellen. Heute aber nicht. Heute keine Wellen. Na, Pisser. So, klitzeklein Schmankerl. So, ja, noch in der ursprünglichen Farbe. Also so wie früher Sonnenuntergänge mal, also ist fast ja nicht auszuhalten. Habe ich jetzt sehr lange nicht gesehen, diese tiefe Rot. Na nun. Kann meine Kamera das jetzt nicht mehr scharf stellen? Ist ja ein Ding. Normal kann die ja Sonne immer ganz gut scharf stellen. Doch im zweiten Anlauf kann sie das. Und das ist ja mal so richtig, das ist ja mal eine Sonnenuntergangsfarbe, sag ich mal. Also das ist so, habe ich das in Erinnerung früher. Richtig knallrot. Und nicht irgendwie schwulen Pink, Rosa, weiß ich nicht, Violett, was da alles manchmal für blasse Farben bei sind. Komische Orange und dunkles Gelb. Aber ist ja leider auch nur ein kleiner Ausschnitt von der Sonne. Also richtig durchblicken tun wir natürlich nicht. Nee. Wenn ich mal ach komm, ich habe ja schon doziert hier drüber. Ich bin froh über jeden Moment, wo wir überhaupt noch ein bisschen was sehen von dem Planeten da hinten, von dem, ach nee, ist ja ein Stern, war ein Planet sind wir ja oder so ähnlich. Du wirst schon, also ja. Wenn ein Stück Himmel kommt, vor 3 Tagen waren super Nächte. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du nachts hochguckst und die Sterne einfach klar sehen kannst. 360 Grad, eine Kuppel, also so richtig.